Ja. Jetzt sofort, war da keine Angst. So. Frisch gestärkt können wir diese ekelhafte Questreihe weitermachen. Also, wir müssen nach diesem Weg Richtung. Das heißt, wir nehmen mal unseren Schokomoppel. Das ist ja rein theoretisch sowieso egal. Dahin sollten wir zumindest. Oh, Problem ist halt, dass wir das Ding da unten halt noch nicht harmonisiert haben. Dieses Stummelbeinchen, ey. So, vielleicht finden wir jetzt so ein paar Bestiariumstiere. Ist gar nicht. Hierfür ist es, glaube ich, nur noch Belwick Forst. Okay, dafür sind wir im Falschen. Und das zerbauen wir noch. Ja, ja, lass mich. Ja, macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Ich will doch hier einfach nur lebend durch. Also ein fliegende Reittiere ermöglichen es mir dann auf jeden Fall das Ganze hier deutlich schneller zu überstehen. Okay, jetzt können wir auf den fetten Schokobo reiten. Bin ich hier falsch? Ja, bin ich. Wie komme ich da runter? Ja, hör auf mit deinen komischen Geräuschen. Ich will nur wissen, wie ich da runterkomme. Oh. Hoppla. So kommt man auf jeden Fall runter. Es ist nur nicht empfehlenswert. Scheiße. Das hat keiner gesehen. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Haben. Okay. Wir sind gleich da. Da vorne ist schon der Kristall. Ein Anglerfisch. Hässliche Biester. Hui. Hui. Flieg, kleiner Schokomoppel, flieg. Nimti. Was denn? Das ist mein Schokomoppel. Ist der nicht süß, Daddel? Der ist so niedlich, oder? Oh, der ist so toll. Ich liebe mein Schokomoppel. Vor allem, ist das nicht geil? Ist das nicht toll? Oh je, 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 je. Okay. Ja, ich habe mich wieder gefahren. Alles gut. Ihr braucht mir keinen Doktor rufen. Noch nicht. So, was soll ich für euch finden? Du bist auf der Suche nach einer der drei Köstlichkeiten Eosiers. Haha, köstlich. Da schaue ich sorglos auf den Monitor und denke an die Füllung eines großen Kopfkissens. Hey! Nicht mein Schokomoppel, ja? Ich weiß beim besten Willen nicht, warum ich dir dabei helfen sollte. Versuch's doch mal alleine. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab hier irgendwann mal wieder was kriege, was ich gebrauchen kann. Du bist ja immer noch da. Du hast also ein Ei der Taimai ergattert, dann bist du vielleicht nicht ganz so unfähig, wie du aussiehst. Unter Umständen bist du sogar zu etwas Nütze. Ich bin der Nun des Drakonstamms, also der Häuptling in Eoseisch. Unter Umständen bist du sogar zu etwas Nütze. Ich bin dann. Also, im Drakonstamm legen wir nicht viel Wert darauf, wie viel Mühe sich jemand gibt. Jetzt ist nur, was du wirklich kannst und leistest. Ich bin dem Heer der Helden beigetreten, weil ich mir mit den Besten der Besten kämpfen und können unter Beweis stellen wollte.
Ich schreibe nebenher einer guten Freundin. Der Inhalt des Briefes hat schon keine leichte Kost. Nebenher schaue ich dir immer wieder mal zu. Okay. My mother told me, someday I will buy Gali with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, you may fall with you. Ja, habe ich vorhin hinzugefügt. Eines meiner zurzeit absoluten Lieblingslieder. Ist, glaube ich, aus der Serie Vikings. Müssen, meine ich, in Staffel 4 drin vorkommen. Aber so weit war ich noch nicht. Ich kenne nur das Lied. Achso, das hat sie ja. In unserer Gesellschaft steht oben, wer am meisten leistet. Nicht, wer die meisten Gil oder die meisten Freunde hat. Nur ein Anführer, der die Dinge selber anpackt, kann seinen Untergebenen inspirieren. Aber genug der Vorrede. Du bist hier, um eine der Köstlichkeiten Eoseas zu finden. Dann musst du mir erst einmal beweisen, dass du zu leisten in der Lage bist. Um zu beweisen, musst du gegen einen intelligenten Gegner antreten. Die Amalja, und zwar gegen Steinstachel Tandatgar. Ich habe mich schon gewundert, wo mein Schreib verrutscht war. Du Böse, das musst du schriftlich beantragen. Nein! Das ist Quatsch. Das muss ich nicht. Nee. Ich habe das ganz unbewusst gemacht. Ich habe das einfach nur irgendwo hingezogen. Damit es relativ weit oben ist. Damit die Möglichkeit besteht, dass das Lied genommen wird. Lege die blutige Gusam in der Wüste ab und warte bei Steinstachel-Tendat. Gar erscheint. Amalja sind bekannt dafür, niemals eine Waffe zurückzulassen. Am besten überlässt du Steinstachel Tanatgar aus dem Hinterhalt. Besiege ihn und bring mit mir seine geschmacklose Halskette. Wenn dir das gelingt, weiß ich, dass du das Zeug zur Drakonkriegerin hast. Dann helfe ich dir auch, an die nächste Köstlichkeit zu kommen. Ist mir egal, Prost. Ja, Prost. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum hier Kampfmusik ist. Jetzt weiß ich's. Jetzt verstehe ich den ganzen Quatsch auch. Bin ich. Also, ich habe tatsächlich Angst vor Wüsten in Final Fantasy. Wüsten bedeuten nie etwas Gutes. Allein wegen solcher komischen Würmer. Würmer in Final Fantasy sind gefährlich. Oh mein Gott, dieses Vieh. Der Moppe ist süß. Wie kann man. Sadel, ach komm. Das Tier ist toll. Mit Daniel da. Ja! So ein kleiner Kohl als Lockvogel quasi. Als, ne? Siehste. Diesen Satz wollte ich dir nur entlocken. Nur diesen einen Satz. Du musst es nicht süß finden. Aber witzig. Und vor allem die Stummelbeinchen. Ich finde den toll. Ey. Vor allem die Musik, die passt auch einfach mal so mega gut zu diesem Vieh. Wie gesagt, ich glaube, es hat echt jedes Reittier eine andere Melodie. Was ich echt cool finde. Am Zielort, warten, Steinstachel. Ach, da. Da ist der Zielort. Ja, dann warten wir mal, ne? Sonnenbrand können wir ja nicht kriegen, ist ja dunkel. Hallo. Hallo. Palim, palim. Nein, 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 nein. Ha. Du bist groß, böse und hässlich. Und du stinkst. Bestimmt. Eventuell.
fand jetzt, dass du tot. So, dann nehmen wir jetzt mein anderes Tierchen. Und zwar mein Kätzchen. Gut, ich glaube, der Hund spielt gerade wieder. Der Hund ist gerade wach geworden. Oder einfach nur vom Bett gesprungen. Das kann auch sein. Es ist immer so unheimlich, wenn man von hier unten die Geräusche von oben hört. Ich höre nämlich die Geräusche aus Schlaf und Wohnzimmer gleichzeitig. Hallo, Sandwurm. Eieiei, eine Armee von Sandwürmern. Tagchen, die Herrschaften. Wie geht's, wie steht's? Hat Ihnen der Besuch im Dorf gefallen, ja? Ey, ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ist das Internet schon wieder tot? Aber, nee. Internet müsste eingelaufen. Ich kriege immer Panik, wenn das Internet ausfällt. Wobei nicht mehr ganz so schlimm wie ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu streamen. Da war das so richtig schlimm, da hatte ich so einen halben Herzinfarkt immer. Ich mir dachte, oh Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht geklappt hat. Ich habe im Chat geschrieben. Okay. So. Bring mir die geschmacklose Halskette des Amaija. Dann weiß ich, dass du das Zeug zum Drakonkrieger hast. Oh, hier ist die geschmacklose Halskette. Hast du Steinstachel Tanatgar besiegt? Kannst du gut mit dem Lähmungsgift zurecht, das ich dir gegeben habe? Es gehört zur Standardausrüstung aller Drakonkrieger. Ich habe dir kein Lähmungsgift gegeben. Tatsache. Hier steht es ja noch. Das wollte ich dir doch geben. Heißt das etwa, du hast Steinstachel Tanatgar ohne... Unglaublich, du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Bin beeindruckt. Willkommen im Kreis der Drakonkrieger. Danke. Boah, ich weiß, warum du da diese Quest hast, diese Questreihe hast. Hallo Kurumi. Herzlich willkommen hier. Wie geht es? Wie geht's, wie steht's? Endlich treffe ich mal eine fähige Abenteurerin. Nicht immer die blutigen Anfänger, denen wir das Fell über die Ohren ziehen. Es ist mir eine Ehre, dir auf deiner Suche nach der nächsten Köstlichkeit zu helfen. Das Velvic-Wurmfleisch, für das diese Region hier berühmt ist. Ui, war das? Ja! nach langer und harter Arbeit. Und mit Hilfe. Ich hätte sonst, glaube ich, nicht gewusst, dass es sowas, dass sowas geht. Ich bin nämlich noch recht neu in FF14. Diese Sandwurm ist wirklich eine Delikatesse, aber am besten ist das Fleisch der Weibchen. Die sind allerdings sehr selten. Manchmal muss man wochenlang auf die Pirsch gehen, um eins zu Gesicht zu bekommen. Die Sandwürmer hier in der Nähe sind nämlich fast alle Männchen. Zum Glück kennen die Drakonjäger einen verlässlichen Trick. Man muss den Velvic-Wurm mit dem richtigen Köder anlocken. Spiegelbare Main. Ah, okay. Sehr cool. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Also, Waldläufer und Bade halt quasi, ich liebe es. Ich habe mich so in die Klasse bzw. in diesen Job da verliebt. Das ist so, das ist das, was mir liegt. Glaube ich. Also ich möchte ja noch mehrere Klassen quasi ausprobieren, aber das wird so das sein, was ich hauptsächlich spiele. Ist also für mich tatsächlich so das Einfachste, weil mit Tanks allgemein komme ich überhaupt nicht klar. Und Heiler, ich glaube, ich bin für Heiler zu langsam. Also bis jetzt, Bade, alle Innis, die ich gemacht habe, waren echt... Ich kam super klar. Das ist so das erste Mal, wo ich sagen kann, yo, ich habe die Klasse für mich gefunden. Und weil du als Drakonjäger behauptet hast, verrate ich dir auch, wie man das macht. Lege an der Stelle, die ich dir auf deiner Karte markiert habe, ein Anglerfischkadaver aus. Anglerfischkadaver kannst du dir besorgen, indem du Anglerfische zur Strecke bringst. Hungrige Velvic-Würmer sind äußerst aggressiv. Du wirst dein gesamtes Können als Kriegerin einsetzen müssen. Gute Jagd!
Habe auch noch zwei Tanks oben, ein Heal und drei andere DDs. Okay, sehr cool. Und vielen, vielen Dank für dein Follow, Kurumi. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei den Sampfboten. In der kuscheligen Katzenecke. Ja, wie gesagt, das hier ist jetzt gerade so meine erste richtige Klasse, sage ich jetzt mal, in FF14. Ich habe vor 2 Jahren, ich habe mich so ein bisschen durchgetestet durch die Anfangsklassen und irgendwie nichts hat so gepasst. Ich habe dann, glaube ich, weiß gar nicht, was war das denn damals? Gladiator war das, glaube ich, was ich ganz am Anfang gespielt hatte. Und ich kam damit überhaupt nicht klar damals. Dachte mir nur so, okay, nee, das ist wirklich nicht so meine Klasse. Und jetzt dachte ich halt vor, Gott, wie lange spielen wir? Ich glaube einen Monat. Einen Monat spielen wir jetzt, glaube ich. Vielleicht 2. Level 14. Dann dachte ich, gut, wir machen Weitläufer. Und später durch, oh Gott, wer hat mir das gesagt? Ich glaube Luna. Ich meine, Luna war's. Die hat mir dann gesagt, man kann auch zum Baden werden. Und dann dachte ich, jo, machen wir. und heute endlich alle Handwerker auf 80 gebracht. Jetzt fehlt nur noch Fischer auf 80, der ist aber noch 61. Ui, okay. Ja, bis 80 haben wir noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg. Willkommen bei der irren Katzenoma. Bei den lieben Sampfboten. Ja, ich wollte gerade sagen, Daddy, ne? Wenn dann bei den lieben Sampfboten. Ich bin keine Oma, ja? Ne? Warte. So, das passt so. Jetzt noch ein halbes Schicken. Gib deinem Hühnchen alles. Ja! Der kann nicht mit dem Stummelbeinchen, das funktioniert nicht. Eine gemütliche Atmosphäre. Ja, doch, doch. Ich glaube, hier kann man sich wohlfühlen. Es sind so 2, 3 nette Leute, sind ja auf jeden Fall so vorhanden. So der eine oder andere. Ich glaube, FF14 ist hier immer so eine gemütliche Quassel- und Gemütlichkeitsecke, würde ich erstmal so behaupten. Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber das ist auf jeden Fall so fantastisch, wenn du schon Bade spielst. Das ist gut. Aber ich hoffe, ich bin auch anderweitig so ein bisschen sympathisch. Ich bin nicht nett, ich stehe noch aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen in der Ecke. Dadel! Also wirklich. Bist nett. Du bist doch zu dicken Katzen nicht nett. Du hast was gegen dicke Katzen. Apropos, dicke Katze, warte mal. Begleiter. Da ist meine dicke Katze. Wie gesagt, du bist nett. Nur nicht zu meiner dicken Katze. Die magst du aus irgendeinem Grund nicht. Weiß gar nicht warum. Die ist süß, die ist knuddelig und sie ist fett. Und sie hat ein stummes Schwänzchen. Okay. Nur 60 Punkte. Oh je. Und was kommt dann? Will ich's wissen? Du machst mir immer so ein bisschen Angst mit deiner Punkteansage, weißt du das? Das ist immer so ein Überraschungsmoment. Darf ich dir einen Tipp geben? Gerne, immer her damit. Ich bin für alles offen. Das Problem ist immer, wie lange ich mir sowas merke, aber ich... einige andere versuchen mich auch schon möglichst viele Tipps zu geben. Einige davon beherzige ich sogar mittlerweile. Ja. Was kommt denn...
Ich habe so ein ungutes Gefühl, was kommt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Dattel. Könnte alles sein. Aber ich könnte. Ich glaube, ich weiß es. Ich befürchte es. Wir fliegen können. Wir fliegen können. Wir fliegen können. Wir fliegen können. Landwurm. Ja. Ich gehöre immer noch zu den Leuten in der Hoffnung, dass wenn sie springen, dass sie schneller sind. Fangen wir mit dem Sturm dort an. Dann Adalas und dann das Gift. Oder als Opener. Okay. Warte mal. Muss ich mich tatsächlich mal kurz. Ja, warte. Einmal vom Schokobo. Bin immer so ein bisschen. Das. Was ist denn der Wind, aber das gibt was. Ja, ich hab. Ich muss immer nur gucken, wo da was ist. Was ist der Wind? Was? Okay. Warten auf Willweg. Warte. Das hier. Ich Blindfisch. Und ich ahne schon, wenn Luna gleich wieder vor mir steht, werde ich sie mal wieder nicht sehen. Oder? Ja, komm. Nein. Scheiße. Minimal zu spät. Nein. Oh Gott. Immerhin ist es besser als bei Elder Scrolls Online, wo man nur 2 Sekunden Zeit hat. Oh, gelaufen. Warte mal, ich werde einmal ganz kurz. Das packe ich immer dahin. Das packe ich immer dahin. So, dann habe ich es wenigstens in einer Reihenfolge. Dann kann ich es überhaupt besser merken. Aber danke für den Tipp. Besser Wind und gibt es nur einmal, weil der dort läuft, 30 Sekunden. Okay, ich versuche es mit. Ah, lass mich in Ruhe, ich will noch nicht. Ich will noch nicht sterben. Ich versuche es mir zu merken, aber wie gesagt, ich habe sie mir jetzt schon mal in eine Reihe gepackt. Damit ich es einfacher habe. Weil ich neige dazu, viele Dinge sehr schnell zu vergessen, wenn ich es nicht oft genug spiele. Deswegen habe ich mir vorgenommen, FF14 fast jeden Tag so, also fast jeden Stream zu spielen. Damit ich ja nicht in Versuchung komme, irgendwas vergessen zu können. Und es reicht, dass ich bei Witcher und bei Tomb Raider immer wieder die Steuerung verpeile. Das ist hier nicht gerade vom Vorteil. Aber trotzdem vielen lieben Dank für den Tipp. Ich werde versuchen, ihn so oft wie es geht zu beherzigen. Man hat den Debuff auf dem Mob. Ich vergesse das auch oft, aufrecht zu halten. Ah, okay. Liegt eventuell daran, dass du so viel durcheinander spielst. Nee, tatsächlich gar nicht. So kann ich mir meistens alles ganz gut merken. Es kommt auf die Häufigkeit drauf an, wie oft ich etwas spiele. Wenn ich zum Beispiel eine Sache nur alle 2 Wochen spiele, quasi, dann vergesse ich das schneller, als wenn ich zum Beispiel spiele, also auch privat, halt mehrmals spiele. Es kommt halt wirklich immer auf die Häufigkeit drauf an. Und wenn ich ein Spiel dann soweit, ne, verinnerlicht habe, wie Final Fantasy, da komme ich so schnell rein, also jetzt die anderen rein, außer die Online-Spiele, da habe ich dann eher weniger Probleme. Oder wie einige PS2-Spiele.
die ich halt schon so sehr verinnerlicht habe, dass ich die Steuerung aus dem FF kenne. Aber zum Beispiel Witcher, was ich das erste Mal spiele, das ist dann so leicht schwierig. Da helfen mir dann quasi die Vorgänger, weil halt die Steuerung ähnlich ist. Das heißt, da komme ich relativ schnell wieder rein. Tomb Raider zum Beispiel, ja, das Schießen kann ich sowieso nicht. Ich sollte es aufgeben, aber naja. Ich streame tatsächlich auf Final Fantasy 14. Ui, sehr cool. Was streamst du denn immer? Gehen wir mal die Quest ab. Und, war die Jagd erfolgreich? Hast du das Stück Velvet Wurmfleisch bekommen? Joop. Meistens 21.30 bis 23.30. Ah, okay. Sehr cool. Mich interessiert das FF14-Gedöns eh nicht so. War dir sehnlich so Fallout? Ja, wie gesagt, es ist ja installiert. Also gerade steht ja Fallout mit Rhythm gleich. Also für beides sind 4 Stimmen. Das heißt, es ist gerade noch echt spannend. Also die Abstimmung läuft ja noch so lange, wie ich Witcher spiele. Aber Witcher 3 nähert sich gerade so dem Ende. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich auf ein Stechen hinauslaufen. Weil gerade steht es 4-4. morgens stimme ich auch wieder, wenn du mal vorbeischauen magst. Gerne. Morgen müsst ihr eigentlich sogar Zeit haben. Lässt sich ändern. Wenn du noch Leute findest, die für Fallout stimmen, dann bestimmt. Ich selber kann nicht abstimmen, deswegen. Es kann natürlich sein, dass die anderen dann halt auch lieber für andere Sachen stimmen. Also, es geht um eine Abstimmung, was ich nach Witcher 3 spielen soll. Ich habe auf meiner Twitch-Seite hier, also wenn man dann halt auf das Kanalbild geht, in der Info steht dann halt Abstimmung. Also da kann man dann halt mit Twitch-Picks dann so eine Abstimmung machen. Da sind, glaube ich, 5 Spiele zur Auswahl, die ich als nächstes spielen könnte. Und gerade stehen halt die komplette Risen-Reihe und Fallout New Vegas auf Gleichstand. Nein, wenn Fallout, dann Fallout 76. Den anderen Kram will doch keiner sehen. Ich glaube, ich erstelle mir noch 10 Accounts die Stimme ab. Es kommt alles irgendwann dran. Also, entweder kommt als erstes Fallout oder es kommt als erstes die Risen-Reihe. Je nachdem. Einfach auf meine Info gehen hier bei Twitch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, entweder auf den Namen gehen oder auf meinen Kanal. Kreis, Dingens, Bild, Tralala, Dingens, Gedöns. Dann auf Info und dann müsste weiter unten dann irgendwo die Abstimmung stehen. Ich kann das relativ schlecht erklären. Ja, stimmt, bei den Panels, so heißen die Dinger. So. Ja. Ich und Sachen erklären. Also ich glaube, ich stelle Dufte einfach ein, dass er Sachen erklärt. Ich glaube, das ist besser. Da kommt mehr bei Rosa, als wenn ich das mache. Der Dufte ist dann einfach bei mir angestellt. Ich kann nur noch nichts bezahlen. Erklärbär. Genau! Ich stelle dich als Erklärbär ein. Du wirst dann mit Süßigkeiten oder Essen oder sowas bezahlt. Oder Getränken oder keine Ahnung. Die kriegst du dann per nach Hause geliefert. Ich weiß gar nicht. Wenn du über Handy drin bist zum Beispiel, steht da gar nichts. Also über Handy ist da nichts, nur über PC tatsächlich. Also wenn man direkt über den Browser reingeht. Na gut, wenn du am Handy über den Browser reingehst, wirst du eigentlich auch was sein. Im Honigtöpfchen wie Puh-Bär. Puh-Bär. Ich hab's ja gewusst, du stehst einem Drakonkrieger in nichts nach. Diese Würmerweibchen sind unberechenbar. Besonders wenn sie läufig sind. Aber du hast einen zur Strecke gebracht. Deine Beute muss haltbar gemacht werden.
Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde sie räuchern lassen und an Wisecat schicken. Wo du die dritte Köstlichkeit findest, das weiß ich leider auch nicht. Wahrscheinlich wirst du an die Sonnenküste zurückkehren und Wisecat selbst fragen müssen. Ach, könntest du bei dieser Gelegenheit nicht ein Geschenk von mir überreichen? Ja, vielleicht könnte ich das. Scheiße. Oh je. Oh, Modell. Aber Daddel, es kommt doch alles irgendwann mal dran. Es ist doch egal, ob erst Fallout oder erst Risen. Kommt doch beides. Die anderen Spiele werden da so sich in dem Fall nicht qualifiziert haben, dann halt im Laufe der nächsten Jahre irgendwann mal kommen. Oder im Laufe des Jahres. Egal, was auf Platz 1 oder auf Platz 2 kommt. Ich habe auf beides Lust. Würdest du mir den Gefallen tun und Wisecat eine Flasche Onyx Brandwein von mir überreichen? Ich habe ihm so viel zu verdanken. Während unserer Zeit im Heer der Helden hat er mir mehr als einmal das Leben gerettet. Er ist ein Krieger von allerhöchsten Können und hat meinen vollen Respekt und er hat mich immer objektiv nach meinen Leistungen beurteilt. Dafür bin ich ihm dankbar. Was die Köstlichkeit angeht, hast du bereits gefunden. Frag Wisecat danach, wo du die dritte finden kannst. Ich bin mir sicher, dass du eine echte Drakonkriegerin, die bald in den Händen halten wirst. Viel Glück! Ich stelle mir gerade vor, wie ich mir einen mit meinem Kopfgewehr jage. Na, Quatsch. Daddle. Willkommen zum Knuddeln. Siehst du? Wir knuddeln einfach. Das passt doch. Wir knuddeln einfach alle. Eine muss ich da auch noch abgeben. Vielleicht spielt deswegen keiner 76. Ich habe 76 noch nicht mehr, deswegen. Also Fallout New Vegas wäre dann auch das erste Fallout für mich. Bin echt gespannt. Deswegen bin ich jetzt auch so viel gespannt und habe ja die Abstimmung gemacht. Weil Risen, den ersten Teil, kenne ich. Zumindest, ja, so halb zumindest. Die Teil 2 und 3 halt gar nicht, aber das, ja, kann man immer ja noch später nachholen, wie gesagt. Kann dann halt nach Fallout kommen. Und Fallout kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich noch nicht mal Videos so gesehen. Ich weiß, dass es die Reihe gibt. Und da hört es dann auch schon auf. Gibt es lieber einem Obdachlosen, da ist wenigstens einer glücklich. Da bist du ja wieder. Die Köstlichkeiten sind in der Zwischenzeit auch bei mir eingetroffen. Gute Arbeit. Ja, hier. Da hast du das. Von... Urlo nun, das ist eine Flasche Onyx Brandwein. Genau mein Geschmack. Dieser Urlo nun ist vielleicht ein Kunstkerl. Auf welchem Ruhm spielst du denn? Light und Shiva. Bei Duft und so. Eieiei. Ja, ich mach sofort. Einmal Kniebeugenwasser getrunken. Oh Gott. Also, Kurumi, falls du dich fragst, mit den Kanalpunkten kann man jetzt alle. Oder kann man erstmal alle 2 Stunden mich dazu zwingen, Kniebeugen zu machen. Das wird jetzt wieder lustig. Oh Gott. Ich hab meine ganze Hintern ist verschwitzt, ey. Hab gehört, das wird ein ganzes Workout heute. Ja! Das ist scheiße. Oh, das ist lustig, ne? Daddel macht sich einen Spaß daraus. Oh Gott. Hui. Demnächst zähle ich mal. Ich mache so einen Counter. Mittlerweile kann ich es echt ganz gut. Ich komme nur nicht tiefer. Das macht meinen Rücken und mein Steißbein nicht mit. Oh Gott. Mein Fett. Mein ganzes Fett. Oh Gott. Oh. Ich brauche keinen Sport mehr, ne?
brauche keine Workouts mehr machen. Das reicht. Ich streame einfach. So, irgendwas hackt das. Gott sei Dank bin ich im Keller. Hier ist es relativ kühl für sowas. So, dann bleibt uns nur noch eine Köstlichkeit. Willst du dich ein bisschen ausruhen oder sofort loslegen? Puh, wir machen sofort, ne? Ich kurz gesagt, wenn Dufte mich stinkert, lasse ich hier Daria leiden. Was? Ey, das ist aber unfair. Das ist aber mehr als unfair. Also davon halte ich gar nichts. Oh, das, ich ahne schon. Ja, lass die Streamerin leiden, ne? Mit der Streamerin kann man das ja machen. Okay. Ach ja, wir ruhen auf mit dem Level. Wende dich an Brulwolks vom Stamm der Goblins. Sie arbeiten bei der Versorgungseinheit des Klageregiments und steht im Ruf, alles besorgen zu können. Was er wohl macht, wenn ich wirklich denke, wie, bei wem und um was es geht. Das klappt immer. Ich habe das Gefühl, ich werde in Zukunft sehr, sehr oft leiden. Ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen Angst vor meinem Geburtstagsstream in ein paar Monaten. Ich glaube, Daddel lässt mich leiden. Die Katze ist schon wieder umgefallen. Wann darf ich die denn nun endlich sprengen? Du darfst sie gar nicht sprengen. Du willst... Daddel, du willst mir doch nicht eine... Diese wunderbare... Katze hier. Ne? wollte aber zunächst aber hab leider kein Paypal. Na, alles gut. Alles gut. Ich kann leider erst andere Zahlungsmethoden halt einrichten, wenn ich mein neues Konto habe. Das wird, glaube ich, noch bis nächste Woche dauern. Oder übernächste. Aber du musst doch nicht donaten. Ja, schon. Also PayPal ist für vieles nützlich tatsächlich. Fühl mich pudelwohl hier. Das freut mich. So soll es doch auch sein. Genau, tatsächlich, genau sowas wollte ich erreichen. So eine richtig kleine, schöne Wohlfühlzone. Weil ich fühl, ganz ehrlich, ich fühle mich hier bei den super tollen Leuten hier in der, im Chat und so, fühle mich auch richtig wohl. Also die eine oder anderen, die dann so dazu kamen. Noch witziger wird es, Kurumi, wenn mein Freund ja noch mit zukommt, der frisch ist. Dann fühlt man sich erst richtig wohl. Also noch mehr. Der ist dann für die ganzen Witze zuständig. Das wird dann auch noch. Den lässt du auch noch kennen. Der sprengt dann hier den kompletten Rahmen. Also, es gibt hier noch so die ein oder anderen netten Leutchen. Du findest ihn in Langrast. Allerdings soll sich dort irgendein Vorfall ereignet haben. Quasi eine Witzfigur. Ja. Im positiven Sinne Witzfigur. Nicht im negativen Sinne. Der Herr der Witze. Der König der Witze. Der Herzog der Witze? Glaub ihr das nicht? Es gibt kein frisches. Was? Das ist hier Skomomowan. Ich kann beweisen, dass es ein frisches gibt. Wir können ja mal zusammen FF14 spielen. Wenn du eine Inni machst, komme ich gerne mit. Gerne! Gerne. Dann lernst du vielleicht auch zwischendurch mal die Luna kennen.
Periode, 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 Periode. Der Perioda-Song! begib dich so schnell es geht dorthin. Geh zum Fähranleger. Verbogener Wasserfall und sprich mit Osunasun. Das ist ein toller Name. Er wird dir sagen, wie du zu Brulwulks Langgras kommst. Okay. Ja, der ganz tolle Name hier. Bin schon wieder sehr begeistert. Oh Gott. Okay, warte. Bitte! 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 Oh. Es war diesmal kein Selbstmordsprung. Bevor da wieder jemand kommt, es war kein Selbstmordsprung. Das war ein Unfall, ja? Es war einfach nur ein böser, böser Unfall. Wir haben uns nichts getan. Das ist cool. So bin ich da meinen Discord beigetreten. Ui, sehr schön. Freut mich. Denn herzlich willkommen auf jeden Fall auf dem Discord. Später kriegst du dann auch noch deine Rolle zugewiesen. Das mache ich dann direkt nach dem Stream. Wobei, warte mal, kann ich... doch, ich kann raustappen. Sehr gut. Da kann ich einmal ganz kurz. Die dauert ja nicht lange. So, Rolle. Neue Mautis. So. Willkommen! Einmal Frühlingsrollen, bitte. Eine Frühlingslolle? Ich habe als Kind immer Frühlingslolle gesagt, weil ich Rolle nicht aussprechen konnte. Immer Frühlingslolle. Ich hätte gerne eine Frühlingslolle, bitte. Ah! Scheiße, okay. Ja, klicke ich einmal durch. War eh nicht wichtig. Leere Zeichen. Ist das richtig? Ich glaube. Im Englischen heißt es die Echo, obwohl da gar kein Ei drin ist. Sachen gibt es. Ja, auch hör mir auf mit Englisch. Im Englischen ist alles irgendwie komisch und verdreht. Die spinnen, die Engländer. Was selten sein entspanntes Streamhack ist. Auch hier ist es eigentlich immer so. Sonntags sind dann bei uns quasi so Together-Sachen. Da spiele ich immer mit 3 bis 4 anderen Leuten, Golfit und der ganze Kletterer-Dutch. Abends dann Herr der Ringe Online mit Kaya, meinem Mod. Das ist auch immer ganz lustig. Lustig, ich hab schon stotterig. Mittwochs ist zurzeit noch Witcher-Mittwoch. Ja, alle 2 Wochen wie heute ist dann halt so ein MMO-Tag. Ja, zwischendurch gibt es immer so GPD oder so anderen Krams. Frühlingslotte, das ist halt wie Desmuts was? Globinus. Ich kann nicht lesen. Ja, ich stimme dir zu. Zungenbrecher. Ich spiele meistens FF14 und Rainbow Six. Ah, okay, das Rainbow Six habe ich noch nie großartig Berührung mit gehabt. Ich habe es mal in einem Stream gesehen. Und da hört es dann auch schon auf. Also bei mir findet man, glaube ich, eigentlich fast alles. So nach und nach. Also ich spiele halt Spiele wie Life is Strange zum Beispiel oder halt auch mal Point and Clicks oder Wimmelbilder. Wir hatten auch ganz am Anfang, bevor ich dann halt so ein bisschen umgemodelt habe, hatte ich dann halt auch immer so den Dönerstag. Der Alles ist möglich Donnerstag. Da haben wir halt viele Indie-Spiele gespielt.
Ja. Dann gibt's ja halt auch viele RPGs. Kann auch mal Shooter geben. Es wird auch irgendwann mal Strategiespiele geben. Together-Spiele, das gibt ja eigentlich alles. Alles, was das Herz begehrt. Und soweit das Auge reicht. Irgendwann gibt's auch noch Retro-Spiele. Wobei ein paar hatten wir schon. Die ersten Final Fantasy-Teile. Einfach war es schwer, aber mittlerweile geht's. Okay, ich glaube, ich bräuchte etwas länger. Wahrscheinlich. So, ich bin in solchen Spielen echt miserabel. Das ist eine von französischen Spielen. Super nette Leute da. Das Gute ist, ich glaube, bisher musste ich bei mir, wenn ich mit anderen gespielt habe oder allgemein, ich muss bisher, glaube ich, noch nicht viel regeln. Ganz schlimm war es am Anfang, wo es dann halt ganz viel Backseat Gaming gab. Juhu, Backseat Gaming! Ich habe das immer mit Komplett-Chat ausgespielt, konnte ich mir sonst nicht antun. Vielleicht halt schlimmer als in League of Legends. Eieiei. Sowas gibt's ja nicht. Bisher. Ich will natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber. Psch, Wörter über Großwachsende von. Oh nein. Weißkids sind in Ohren von Wohlvolks hineinbekommen. Kommt zu für Essenssachen mit gutem Geschmack, ja? Red Deutsch. Richtig Deutsch. Artikulier dich richtig. Aber es ist traurige Geschichte. Essenssache war schon breit machen. Aber dann Kuh. Komm gefährliche Tiere ins Zuhause von Brullvolks. Kannst du vielleicht scheuchen? Ich habe mich schon gefreut, ey. Sehr schön. Baby Yoda. Östliches ist Tanalan. Mal so. Nee. Baby Yoda, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby Yoda. Periode, Periode. Periode, Periode. Ich weiß gerade nicht, was mehr Sinn macht. Wir machen einfach mal. Ich will mich einfach nochmal um das Bestiarium. Solange wir warten.